Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Runde ETS 2. Ja, wir sind hier nochmal unterwegs mit der Melanie. Ich hatte mir noch ein anderes Video angeschaut und ja, Chris Maximus hat recht. Hier mit dem Mercedes-Stern, das sieht schon sehr merkwürdig aus und der Fahrer bzw. die Fahrerin fehlt. Abgehauen. Egal, wir pennen mal kurz eine Runde. Dann mit der Fracht hinten drauf würden wir sowieso zu spät kommen. Setzen uns mal rein und sehen mal zu, dass wir mal wieder ein paar Meter vorwärts kommen. Ich habe mir gedacht, wir fahren heute einfach noch mal Richtung Italien. Schon einige Male irgendwo vorgebumst. Ja, man hat mir gesagt, ich fahre wie ein Esel. Mag ja sein. Warum auch nicht? Ich meine, es ist ein Simulator, den kann man mal ernst spielen, wie es sich gehört. Man kann aber auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen und überall vorfahren. Alles kein Thema. Bei Paluten regt sich auch keiner auf, wenn der mit dem Fernbus-Simulator querfeldein einfährt. So, auf wem das alles zu langweilig ist. Er guckt eben das, was er mitgebracht hat. Ganz einfache Geste, ne? Vielleicht ist ja ARD und ZDF interessanter. Wer weiß das schon. So, wie dem auch sei. Ah ja, genau. Und diejenigen, die motzen, ey, du fährst so scheiße. Mach das doch erstmal selber besser. Aber solche Leute gibt es leider auf der Welt. Überall, die meinen. Ach, lassen wir das. Was soll ich mich darüber aufregen? Wir haben es ja in meinem Job auch bei den Kunden. Die meinen auch immer so, dass das funktioniert alles so, wie die das haben wollen. Nein, es geht nicht. Es gibt für alles irgendwo Regelungen. Und manche Dinge kannst du nicht von jetzt auf gleich lösen. Punkt. So, gegessen habe ich. Gab Grünkohl. Dritter Tag heute. Das Problem ist, ich koche immer viel zu viel. Dann muss ich das selber essen und dann bin ich so, ja, meistens 3 bis 4 Tage mit ein und derselben Mahlzeit beschäftigt. Aber es stört mich nicht weiter. Also ich liebe Grünkohl, der wird irgendwie jeden Tag besser. Morgen gibt es den Rest. Und hey, morgen fange ich nicht um 6 an. Das heißt, ich kann insgesamt 1,5 Stunden länger im Bett bleiben. Und ich hoffe, meine innere Uhr ist kaputt und ich werde tatsächlich erst durch den Wecker wach. So, okay, wir sind auf dem Weg nach Italien, hatte ich gesagt. Übrigens auch die ständige Frage nach der Pro-Mods werde ich jetzt in Zukunft ignorieren. Die Pro-Modder wissen, dass das eine oder andere nicht funktioniert. Im Forum kann man lesen, dass man daran arbeitet und dass man auch eigene Strecken für die Schwertransporte einbaut. Das heißt, die neue Pro-Mods, die irgendwann mal rauskommen wird, dürfte sehr, sehr interessant werden. Auf jeden Fall, ja. Und da sind wir natürlich wieder am Start, aber wahrscheinlich macht uns dann SCS wieder einen Strich durch die Rechnung, weil sie wieder irgendein tolles Update rausgebracht haben, was mit der Pro-Mods nicht funktioniert. Bisher ist das ja jeden Monat so gewesen, ne? Das heißt, im Januar haben sie jetzt noch ein paar Tage, aber die werden sich denken, boah, die Pro-Mods ist nicht draußen, jetzt haben wir erstmal Zeit. Und sollte die Pro-Mods dann kommen, sagen wir zum Beispiel im Februar, dann sagt erst jetzt, so, die sind wieder da, wir müssen was tun. Ach, herrlich. Nein, aber die wird schon kommen und dann habe ich sie definitiv auch wieder drin. Aber es ist ja auch mal schön, die SCS-Karte ohne irgendeinen Add-on oder so kennenzulernen. Das Italien-DLC ist kein Problem. Es ist in der Promo zwar nicht drin, aber es ist kein Problem. Das, was Probleme bereitet, und ja, da ist das Game bei mir abgestürzt, sind die Schwertransportgeschichten, die Sondertransportgeschichten. Ist ja auch ganz klar. SCS hat sein Straßennetz. Oh, jetzt haben wir fast gepennt hier.
STS hat sein Straßennetz und legt fest, wo ein Sondertransport-LKW langfahren soll. Soweit, so gut. Jetzt kommen die Promoder und sagen, so, das Autobahnkreuz gefällt uns aber nicht. Dann ändern wir mal völlig ab. Das heißt, die Straße, wo man sonst quasi... vielleicht rübergefahren ist, existiert plötzlich nicht mehr. So, das heißt, die Promoter haben dann zwar eine neue Straße gesetzt, aber der Sondertransport-LKW ist quasi, der denkt immer noch, ich habe ja die STS-Straßen und findet sich mit mal auf einer Kuhwiese wieder. Das ist genau das, warum die ProMods nicht 100% kompatibel ist. Sie wird in weiten Teilen mit Sicherheit funktionieren, aber nicht komplett. Und das ist genau der Grund, warum ich sie im Moment nicht drin habe. Und so schwer ist das doch nicht zu verstehen, oder? Sobald es dann eine neue Version gibt, bin ich wieder dabei. Kein Ding. Warum? Mann, wir wollen in Urlaub. Du kannst uns nicht das ganze Urlaubsgeld wegnehmen. Komm, mein Wohnwagen ist größer, du. Dein oller Eimer, der passt bei uns dreimal rein. Sein Wohnwagen passt in unseren Anhänger. Ja, da guckst du neidisch, ne? So, wir fahren einfach mal. Ich weiß gar nicht. Stuttgart, Mannheim, Frankreich, ja. Nee, ist klar. Scheint, als wären wir schon relativ weit südlich. Rechte Hand ist der Ruhrpott. Habt ihr eigentlich auch Leute in eurem Leben, die ihr irgendwo wahnsinnig vermisst? Weil sie meinetwegen eure Vergangenheit irgendwie geprägt haben? Und aus irgendeinem Grund ist das Ganze auseinandergelaufen. Ja. Es gibt da eine nette junge Frau, für die habe ich damals einen Song geschrieben, Sonnenengel. Wir hatten auch Kontakt, sie lebte auch eine Zeit lang in Berlin. Dann hat sie die Diagnose irgendwie auf MS bekommen. Ja, und seitdem, wir haben uns dann noch einmal getroffen und seitdem habe ich von ihr leider nie wieder irgendwas gehört. Finde ich sehr schade. Ich wüsste sehr, sehr gerne, was aus ihr geworden ist, weil es ist schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre her, dass wir uns nicht gesehen haben. Ja, das finde ich schade. Ich hab sie damals in, da hat sie noch nicht in Berlin gelebt. Sie hat auch noch nicht in Hannover gelebt oder in der Nähe von Hannover, wo sie jetzt wahrscheinlich noch ist, sondern, ja, wir haben uns im Leihkost-Chat war das damals noch kennengelernt. War cool und irgendwie, das hat dermaßen geknistert, das haben also wirklich alle gesagt, bei euch geht noch was und so. Und sie lebte damals in Neukirchen-Flüen. Fand ich schon sehr interessant, auch irgendwie eine Bergarbeiterstadt, die Zechentürme, ja, stillgelegt, aber sie waren halt noch da. Ich weiß nicht, solche Städte, die haben dann auch irgendwie so ein bisschen was Besonderes, finde ich. Ja, und da haben wir uns dann das erste Mal getroffen. Irgendwie sind wir nie zusammengekommen, aber war schon komisch. Aber nee, ich wüsste wirklich gerne, was aus ihr geworden ist. Es ist so. Ja, bei manchen, vielleicht auch Ex-Freundinnen, war sie ja nicht. Aber da wünscht man sich schon, Mensch, die möchte ich mal wiedersehen. Oder den möchte ich mal wiedersehen.
Gut, passt ja jetzt hier nicht hier zum Thema, aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, und wenn du dann keine Telefonnummer, keine Adresse, nichts hast, ui, was ist da jetzt mal anhalten? Was ist das? Pass mal auf, Freunde, wir machen mal Folgendes. Ich weiß, man bleibt nicht mitten auf der Autobahn stehen, aber ich finde das jetzt einfach mal interessant hier. Das ist doch. Was haben die denn hier hingebaut? Gut, hier kann man jetzt ein bisschen unter die Map gucken, da fehlt was. Also hier sind auf jeden Fall. Das ist wie bei MP3. Bei MP3 ist, was du nicht hörst, wird weggelassen. Und hier ist es, was du nicht siehst, wird weggelassen. Ja, cool. Dieses Ding kenne ich auch, das stammt doch aus Berlin eigentlich, oder? Steht das nicht am. Ja, ich komme gleich drauf. Nee, das ist ein Denkmal aus Berlin, auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie das Ding heißt. Mist. Guck mal, wir haben Stau gemacht. Guck mal, wenn du uns hier in den Lack fährst, ne? Unser hohles Auto. Sag mal. Boah, wie sie guckt, ne? So richtig grimmig. Boah, ich fahre da jetzt dran vorbei. So, okay, come on. Wir fahren weiter. Wir haben den Verkehr lange genug aufgehalten. Aber merkt ihr was? Die kommen langsam auf die Idee, auch dann zu überholen. Was ganz neu ist für die KI. Der schwenkt aber spät aus dafür, dass er abbiegen will. Meine Güte. Mädel, Mädel. Das ist irgendwie ein Denkmal zur Luftbrücke oder sowas. Und das steht am Platz der. Ja. Wenn ich es nicht vergesse, suche ich es raus. Aber wie ich mich kenne, vergesse ich es sowieso. Ich werde es vergessen. So, müssen wir schon wieder anhalten? Ne, ein bisschen haben wir noch. Waren jetzt einfach mal ein bisschen neugierig. Aber mal auf das Thema Langeweile zurückzukommen. Also ich finde das langweiliger, wenn ich jetzt immer so schön geradeaus fahre, mich an die Geschwindigkeiten halte, keine Unfälle baue. Ist doch schön, wenn es ab und zu mal kracht. Radusch. Jo, weiter Richtung Italien. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wann wir da ankommen. Und dann werde ich diesen Auftrag abgeben. Haben wir zwar mindestens 12.000 Euronen verloren, aber ich möchte dem Empfänger nicht gegenüberstehen, wenn wir hier mit dem Zeug zu spät ankommen. Ich weiß sowieso nicht, warum der seine Ware in unseren Anhänger packt. Und wir sind ja ein Wohnmobil. Da kann er ja nicht einfach mal seinen Krempel reinstopfen. Also, sorry. Man, da bin ich ja auch empfindlich. Jo, und wenn wir dann in Italien angekommen sind, ich weiß nicht, ob das in dieser Folge noch klappt, ich befürchte mal eher nicht.
Dann werden wir dieses gute Stück hier wieder ausmustern. Ist im Moment unheimlich schwierig, irgendwie ui, neue, schöne Mods zu finden, mit denen man dann mal auch was Neues zeigen kann. Die Berlin-Map werden wir natürlich im Auge behalten, definitiv. Ich bin manchmal ein bisschen unkonzentriert, muss ich zugeben. Unkonzentriert und müde. Aber mein Gott, ich kann nicht um, wie spät haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 20 nach 5. Ich kann nicht um 20 nach 5 Stunden ins Bett gehen. Ich bin um 12 wieder wach. So, das heißt, wenn ich dann morgen früh zur Arbeit muss, bin ich schon wieder müde. Kann ich gar nicht los. Anrufen, Chef. Ich habe bis 12 geschlafen, dann war ich wach. Und sagt der Chef, jetzt bist du müde. So, jetzt kommen wir in die ersten Tunnel. Es geht also schon Richtung Berge, würde ich mal sagen. Viel Schaden haben wir eigentlich schon? Oh! Das finde ich jetzt erstaunlich. Wir haben an unserem. Oh, ey. Wir haben an unserem Trailer noch keinen Schaden angerichtet. Dabei wollen wir, haben wir gar nicht vor, den ans Ziel zu bringen. Wahrscheinlich genau deswegen. Hätten wir uns unser Ziel vor Augen, dann wäre das Ding schon dreimal kaputt. Janni ist klar. Fahr weg mit deinem. So, dann würde ich mal sagen, wir kommen so langsam zum Ende dieser Folge. Wir werden dann also wohl noch eine machen, in der wir dann weiter Richtung Italien fahren. Ich bin gespannt, wann wir ankommen. Und der nächste Parkplatz ist dann unser. Übrigens, diese 3000. 69 Kilometer sind irgendwie bis nach England. Mich wundert eigentlich tatsächlich, dass die weniger werden. Oder wir fahren die Tour doch komplett bis zu Ende. Ich muss jetzt mal gucken. Irgendwie ist das schon interessant. Vielleicht kann man ja auch von Italien aus mit dem Schiff rüber oder sowas. So, ich will einen Parkplatz. So, Seitenstreifen ist für das schnellere Fahren freigegeben. So, kann ich jetzt mal einen Parkplatz haben? Sonst muss ich hier auf der Wiese oder auf dem Standstreifen oder so. Haben nämlich schon kräftig überzogen. Bern und Zürich, wir fahren also Richtung Schweiz. Die Kilometerzahl sinkt immer noch. Theoretisch müsste die eigentlich mehr werden, weil wir uns zwar unserem ersten Ziel nähern, aber uns doch massiv vom eigentlichen Ziel entfernen.
Wir fahren ja in eine völlig falsche Richtung. Ja. So, da wir unsere Lenkzeiten einhalten müssen, werde ich hier gleich mal rechts ranfahren. Wir werden uns dann schlimmstenfalls auf dem Seitenstreifen platzieren, weil wir ja Leitplanken haben, die verhindern, dass wir hier richtig auf die Wiese kacheln, ne? Das heißt, hier geht es tatsächlich. Das machen wir jetzt auch mehr. Wir fahren jetzt hier auf die Wiese. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und sage: Ciao, ciao, was hat der überhaupt für eine Hupe?